Anderson Powerpole-Stecker waren das gerade. Und ich benutze dieses System der Anderson Powerpoles schon seit 2015. Ich habe damals auch auf meinem Blog darüber berichtet und ich finde das System einfach richtig genial. In meinem letzten Video zu dem Thema LiFePO 4 Akkus habe ich die Powerpoles kurz erwähnt und auch im Bild gezeigt. Ja, und da gab es natürlich Rückfragen zu. Und die möchte ich euch heute beantworten. Insbesondere das Anbringen, das Montieren eines Powerpole-Steckers. Das werde ich euch hier gleich in dem Video zeigen. Hallo, ich bin Michael, DL2YMR. Und ich produziere hier regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere zum Thema Amateurfunk. Bevor wir jetzt richtig loslegen, ich beziehe regelmäßig die Zeitschrift Funkamateur und da ist dann im Dezember auch immer so ein Kalender mit dabei und ja, den kann ein Funkamateur ganz gut nutzen. Da steht eine Menge drin, wie zum Beispiel DXCC-Gebiete, Bandpläne, Repeaterlisten, IARU-Barken, Händleradressen und so weiter. Und natürlich ein Kalendarium mit den wichtigen AFU-Terminen, Amateurfunkterminen über das Jahr verteilt. Nein, das wird jetzt keine Verlosung hier. Ihr braucht keine Angst zu haben. Aber ich nutze diesen Kalender überhaupt nicht. Und bevor ich den jetzt irgendwie wegtue, möchte ich euch den schenken. Und da mache ich jetzt echt keine Verlosung raus. Das wäre auch Quatsch. Aber wer als erstes unten in die Kommentare schreibt, dass er diesen Kalender haben möchte, der soll mir den spreche ich dann an und dann soll er mir eine E-Mail schicken und dann schicke ich ihm den Kalender zu. So einfach machen wir das. So, und jetzt zum Thema Anderson Powerpole. Ja, die Vorteile des Powerpole-Systems liegen auf der Hand. Also, es gibt kein Verpolen mehr. Ich kann diese Stecker nicht verpolen. Das geht einfach nicht. Sie passen nur in der richtigen Richtung zusammen. Und das Ganze kann ich auch im Dunkeln machen. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist, dass das ein in sich geschlossenes System ist. Die Stecker sind gekapselt. Also, wenn wir uns das hier ansehen, da kommt kein Kontakt nach außen. Die können ruhig mal auf dem Tisch liegen und zusammenkommen. Da passiert gar nichts. Wobei, wenn ich das mit Bananensteckern mache, ist das nicht so toll. Ich schließe das hier mal an. Wenn die Bananenstecker jetzt hier auf dem Tisch liegen und da kommt irgendwie ein Funk, also die kommen zusammen, patsch, 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 habe ich einen Kurzschluss. Wenn ich kein kurzschlussgesichertes oder kurzschlussfestes Netzteil habe, dann habe ich ein Problem. Oder wie in meinem Fall mit dem LiFePO 4 Akku hier, der ein Batteriemanagement komplett an Bord hat, da passiert auch nichts. Aber wenn ihr kein kurzschlussgeschütztes Netzteil im Einsatz habt, dann hättet ihr jetzt ein richtiges Problem gehabt. Diese Vorteile sind für mich so gravierend gewesen, dass ich vor knapp 7 Jahren das komplette Scheck auf Powerpole-Stecker umgestellt habe. So, wir kommen jetzt zum eigentlichen Montieren des Steckers. Ich habe ja hier die Steckervariante für 30 Ampere und für 45 Ampere. Ich werde in diesem Video die Variante für 30 Ampere benutzen. Es gibt auch noch 15 Ampere, die für den QRP-Bereich ganz gut geeignet sind, aber für den normalen Amateurfunkbereich würde ich diese 30 Ampere Stecker empfehlen. So, wir haben jetzt einmal hier diese Kappen von den Powerpoles, einmal Plus in Rot und Minus in Schwarz. Und dann haben wir hier die Einsätze, wo einmal das Kabel reingesetzt wird und vorne den Anschluss, der hinterher in diese Kappe reingeschoben wird. Ich nehme jetzt hier als Beispiel dieses 2,5 Quadrat Kabel und werde da diese Stecker einmal drauf montieren. Als erstes werde ich hier erstmal das Kabel so ein bisschen auseinander machen, weil ich muss ja die einzelnen Stecker da drauf machen. Ja, und jetzt hatte ich mir mit der Schieblehre schon mal ausgemessen, wie lang dieser Schaft hier ist, wo ich das Kabel hinterher reinstecken muss. Und das sind circa 8 mm. Jetzt habe ich meine Abisolierzange auf 18 mm eingestellt und werde hier einfach mal
auf 8 mm und werde einfach mal die 8 mm hier abisolieren. Einmal, zweimal. So, jetzt habe ich die abisoliert, jetzt drehe ich die mir noch so ein bisschen hier. Und jetzt kann ich die quasi hier in diesen Kabelschuh, wenn man so will, reinstecken. Und der kommt jetzt hier vorne so ein bisschen raus, dass ich auch sehe, hier ist auch Kabel raus. Und jetzt könnte man das im Grunde genommen schon krimpen. Jetzt muss ich nur sehen, wie rum ich die Stecker da drauf haben muss. Muss das so rum oder muss das so rum? Weil das ist hinterher entscheidend für das komplette andere System, ob die Stecker dann da letztendlich auch drauf passen. So, ich habe jetzt hier mal einen Stecker aus meinem System genommen, was also in meinem System auch so verwendet wird. Und hier sehen wir, wenn wir von oben auf den Stecker gucken, dann muss rot rechts sein, also plus rechts. Wenn ich von vorne drauf gucke, also von vorne quasi auf den Stecker, dann ist rot links. Also wenn ich jetzt so gucken würde, ist rot links. Und wenn ich von oben drauf gucke, rot rechts. Ist jetzt ein bisschen verwirrend. Also da muss man schon aufpassen so ein bisschen. Gut, ich werde das jetzt einfach mal machen. Wenn ich so drauf gucke, muss rot rechts sein. Hier ist der Pluspol des Kabels. Der ist jetzt rechts. Und gut, dann kann ich das jetzt hier so krimpen. Ich habe eine Krimpzange dafür und ich habe hier also Krimpbereiche für 15 Ampere, 30 Ampere und 45 Ampere. Dieses 30 Ampere muss also hier rein. Auf der anderen Seite der Zange ist dafür extra eine Führung vorgesehen. Das ist diese hier. Und da kann ich jetzt das Kabel quasi reinstecken. Ich habe also hier jetzt die 30 Ampere Führung. Ich muss das mal ein bisschen hochnehmen. So. Und habe das jetzt quasi hier so in der Zange richtig drin. Und werde jetzt einfach mal das Ganze krimpen. So. Und das war's auch schon. Hier ist jetzt der Stecker richtig drauf gekrimpt. Ich kann da also dran ziehen, wie ich möchte. Das funktioniert so. So, und das machen wir mit dem anderen jetzt auch. Mit dem Minuspol quasi. So einmal in die Krimpzange rein. Ja, und an dieser Stelle empfehle ich euch, nehmt gleich eine gute Krimpzange, die für Powerpole-Systeme gemacht ist, dann erspart ihr euch viel Ärger. Ich habe das vorher auch mit einfachen Krimpzangen versucht. Das funktioniert zwar so, naja, lala, aber was Vernünftiges habt ihr dann, wenn ihr dann das auch mit einer dafür vorgesehenen Krimpzange macht. Ein Bezugslink übrigens hier unter dem Video. Und dann können wir das einmal krimpen. So, jetzt haben wir die beiden Stecker hier fest, beziehungsweise die beiden Kabeleinschübe. Und ich muss natürlich auch darauf achten, dass die richtig rum sind, dass die also in die richtige Richtung zeigen, sodass ich die Stecker dann gleich hier so draufstecken kann. Ja, und das ist das nächste, was wir machen müssen. Wir müssen die Kunststoffkappen jetzt hier von den Anderson Powerpole, die müssen ja quasi gleich so zusammen sein. So. Und deswegen stecke ich jetzt hier einmal den roten rein. So, und drücke das dann hier rein, bis es so leicht klack macht. Das ist jetzt passiert. Jetzt ist der rote, also der Pluspol, hier drauf. Ich kann da also auch richtig dran ziehen, da passiert nichts mehr. Und das gleiche machen wir jetzt mit der schwarzen Kappe. Also auch einfach den Kabelschuh hier entsprechend. Ich muss das also so halten, dass diese etwas breitere Part unten ist. Also so quasi. Und schiebe dann auch hier wieder den Kabelschuh einfach hier rein. So. Und fertig ist der Powerpole-Anschluss. Naja, noch nicht ganz, denn ich muss die jetzt noch zusammenstecken. Also hier muss man jetzt auch wieder aufpassen.
Rot ist rechts in dem System, schwarz ist links, so wie ich es jetzt hier habe. Und dann kann ich hier, ist also eine Nut und eine Feder quasi, und kann die dann hier zusammenschieben. Klack. So, der Stecker ist jetzt zusammen. Ja, so viel zum Thema Anderson PowerPole. Also wenn ihr das System einsetzt, ihr werdet begeistert sein. Ja, das war es erstmal wieder hier zu dem Thema. Und es freut mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, dann bitte wieder einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und klick auf die Glocke, damit du eine Information bekommst, wenn es hier auf deinem AFU-Channel wieder etwas Neues gibt.